Hallo, ich heiße Peter Wuttke und euch herzlichst willkommen bei Jugend wünscht dich Daten. Dies ist die erste Folge und somit bleibt zu erklären, mit was sich diese Sendung eigentlich beschäftigt. Nun, es sind vorwiegend unbedeutende Themen und Dinge, die hier in den Mittelpunkt gestellt werden. Dann bekommt ihr allerdings so ziemlich alle Fakten, die es darüber zu sagen gibt. Damit ihr euch nicht alleine komplett unwissend fühlt, garnieren wir dies mit einer kleinen Umfrage direkt von der Straße. Und da wir Fakten lieben, legen wir sofort los. Heute ist das Thema 19 dran. Von allen Dingen ist die 19 erstmal eine Primzahl, die sehr lange neben ihren Kollegen 3, 7 und 11 unentdeckt blieb. Durch die Mehrwertsteuererhöhung wurde die 19 populär, aber ungeliebt gemacht. Letzteres wollte Saturn durch eine aggressive Werbekampagne wettmachen. Ob dies gefruchtet hat, werden wir in der Sendung zum Thema Flops demnächst behandeln. Aber auch spielemäßig gesehen ist die 19 kein Geheimtipp. Das Brettspiel Go hat 19x19 Felder, macht insgesamt 361 Felder, die Wurzel aus 361 ergibt 19. Logisch. Andererseits gab es 19 Mannschaften in der Konkurrenzliga. Ich sehe gerade Fragezeichen bei dir im Gesicht. Also es gab mal eine Zeit, als eine Mannschaft in die zweite Liga gehen musste, weil sie keine Lizenz beantragt hat, beziehungsweise diese nicht mehr zahlen konnte. Ja, und da waren statt 19 halt nur noch 18 Teams. Schnell Themawechsel. Im 19. Jahrhundert wurde das Automobil erfunden. Aber auch davor war 19 in der arabischen Tradition der Zahl während des Wortes Wahid, eines einer. Aus diesem Grunde hat eine vor kurzem in Pakistan veröffentlichte Studie versucht, mit Hilfe des Computers zu beweisen, dass im Koran alles auf der Zahl 19 und ihren Vielfachen aufgebaut ist. Das wurde jedoch von den meisten Muslimen zurückgewiesen, denn 19 ist in erster Linie die heilige Zahl der Bahais, die das Jahr in 19 Monate zu je 19 Tagen einteilen. Wo wir doch gerade über die Jahre reden. Im Alter von 19 Jahren gelang es Gauss als Ersten, das regelmäßige 17-Eck nur mit Zirkel und Lineal zu konstruieren. Eine bestimmt sensationelle Entdeckung für Mathematiker, von der ich jetzt allerdings wenig Ahnung habe. In der Mathematik kenne ich aber die Zahlenreihenfolge. So kommen 19% nach 18% und das war das gescheiterte Projekt der FDP. Noch da? Was denkst du darüber? Was verbindest du mit der 19? Du Sau! Huiuiui! Und was die Leute auf der Straße denken, das sehen wir jetzt in einem 60 Sekunden Straßenumfragen-Trailer-Dingsbums. Ach komm, schaut selber. Kurz erholt und weiter geht's. In Brighton, England, gibt es ein Hotel 19, zu erreichen unter www.hotel19.co.uk. Wie uns der Inhaber inständig versicherte, hat der Name nichts mit seiner Vorliebe zur populärsten Kleinwaffe, der russischen AK-47 Kalaschnikow, zu tun. Die wird in Lizenz von 19 Staaten hergestellt. Die Durchschlagskraft ist aber in jedem Fall unabhängig von dem Herstellungsland beeindruckend. Vielleicht ist der Hotelinhaber auch eine Leseratte, ja? Denn da gibt es ein Buch, 1984, ist ein Roman von George Orwell und beschreibt die Zukunftsvision eines Überwachungsstaates. Oder anders, die Gegenwart. Grüße an Herrn Schäuble. Apropos Bücher. Die Bibel erwähnt 19 heilige Schriften, die bis heute nicht gefunden wurden. Und im biblischen Alter von 19 Jahren befinden sich die meisten Abiturienten. Und da kann man erstmal mit dem Studium unserer heiligen Schriften beginnen. Den Gesetzesbüchern. Auch da trifft man nämlich auf die 19, denn die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, abgekürzt VAWS, besteht aus 19 Paragraphen. Für mich immer noch viel zu viel. Und beim Bundesgesetzbuch, da ist dann Paragraph 19 im Laufe der Bundesgeschichte gänzlich weggefallen. Die Verfassung des Chinesischen Reiches vom 13. September 1911 hatte auch 19 Artikel und hielt lediglich 5 Monate. Irgendwie teuflisch die 19, was? Deshalb am Ende noch ein Zungenbrecher mit der 19. 19 heulende Teufel scheuen 19 neugierige Leute um ein teuflisches Feuer. Ja, und hiermit entlasse ich dich wieder in die Freiheit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit freundlichen Grüßen und in diesem Sinne, dein Jugend wünscht sich Datenmoderator Sven Sudberg.